Hey, das ist Video Games Part 2. What the fuck bist du? Ein Creeper. Was? Susi, kein Creeper. In meinem letzten Video habe ich über Videogames in meiner Kindheit geredet. Aber ich bin kein Kind mehr. Innerlich. Und ich kann es euch beweisen, weil ich Jokes verstehe. Seht ihr diesen Statement? Die Erde ist schon 2021 Jahre alt. Dieser Joke ist ewig alt und zu dumm, um wahr zu sein. Aber wenn ihr es nicht verstanden habt, habe ich nur eins zu euch zu sagen. Jedenfalls habe ich noch viel mehr Games durchzugehen, wie Kingdom Hearts 2 oder The Orange Box oder das. Ew, das nicht. Es ist schon sehr schwierig, alles einzusortieren, was ich schon mal gezockt habe. Deswegen teile ich es unter Konsolen auf. PlayStation 1. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an viel erinnern, als ein Stapel voller PS1-Spiele. Aber warum haben die CDs nur mit Edding raufgeschriebene Namen? PlayStation 2. Nun, hier wird es ein wenig mehr spannend. Die PS1 habe ich wirklich selten angefasst, weil ich mein Nintendo mehr mochte. Aber die PS2 war was anderes. Mit Lego Star Wars, Shrek, Digimon, WWE, GTA und viele mehr. Die Zeit nach der Schule mit Freunden Lego Star Wars, besonders das Podrace. Die Zeit, wo ich meinen Bruder genervt habe, damit er das eine Shrek-Level für mich zockt, weil es zu schwer ist. Die Zeit in GTA, wo ich das gemacht habe. Kingdom Hearts 2. Es war einer meiner Lieblingsspiele. Es war zwar mein erster Teil der Kingdom Hearts Reihe, ich meine, es gab zu der Zeit nur zwei, inklusive das Game Boy Advance Spiel. Aber ich habe meinen Cousin zugeguckt, wie er Teil 1 durchgespielt hat. Und eines Tages mit meiner Familie in Hongkong. Oh mein Gott, Sohn, entscheide dich, wir sind schon 4 Stunden hier. Vater, diese Entscheidung sollte man nicht verharmlosen. Aber bezüglich deiner Sorge mit der Zeit. Ich habe nichts verstanden, denn Englisch stand nicht zur Verfügung. Also habe ich gelebt mit japanischer Synchro und viel. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich war zu faul, um Chinesisch zu lernen. Ein anderes besonderes Game war Okami. Bis heute ist es einer der schönsten visuellen Spiele. Man spielt den japanischen Sonnengott in Form eines Hundes. Und man musste seinen Pinsel benutzen, um die Welt zu retten. Oh, man braucht eine Brücke. Oh, die Dame brauchte eine Sonne, um ihre Wäsche zu trocknen. Und natürlich haben wir auch gefightet. Damit. Dude, was soll das, mein T-Shirt? Aha! Und bis heute frage ich mich, warum dieses Game nicht beliebter war. Ape Escape 3. Man spielt entweder ein Junge oder ein Mädchen und musste Affen fangen mit vielen verschiedenen Gadgets und Formen. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe immer solche Games, wo man viele Waffen hat, die man sich über die Zeit freischaltet und sich jeder anders spielt. Die Welten hatten noch extrem Variety, wie Mittelalter, Japanisch, Wild West, futuristisch. Und das Beste war, für jede Welt gab es noch eine besondere Form. Ein Ninja, ein Karatemeister, ein Knight, ein Affe. To be honest, ich verstehe nicht, wie die Rabbits so beliebt geworden sind, denn die Affen hätten es viel mehr verdient. Es gab sogar ein Crossover mit Metal Gear. Das hat den richtigen Spotlight verdient! Warum liegt der Affen so hart? Man, wenn ich darüber nachdenke, waren die PS2 Games echt was anderes. Ich persönlich war immer mehr der Fan von Digimon als Pokémon. Die hatten bessere Musik, eine bessere Serie. Das einzige, was ich Pokémon geben kann, sind die Games. Aber Digimon hatte ein, zwei Spiele, die besser waren. Wie Digimon World 4. Ein unmöglich schwieriges Game, dass ich nicht mal zu Level 2 kam. Und ein Smash-Klon. Wait, vielleicht waren die Games noch nicht so gut. PC Master Race. Nun, das ist die Zeit, wo ich angefangen mit MMORPGs wie FLIVE, WoW-P-Server, Fiesta Story. Und oh boy, habe ich mich nicht getraut zu sagen, wie alt ich bin. Ich war smart genug, um zu wissen, dass jeder im Durchschnitt älter ist und keiner mit einem Elfjährigen abhängen will. Deswegen habe ich die Games fast ausschließlich alleine gespielt. Well, ich hatte trotzdem Spaß. Ein Jahr später habe ich dann ein Spiel entdeckt von dem berühmten Left 4 Dead 2. Ich weiß nicht, was ich mir mit 12 gedacht habe, Left 4 Dead 2 zu Weihnachten zu wünschen, aber ich habe es getan. Und hell yeah, ich war scared, das alleine zu spielen. Ich habe mir sofort Panik bekommen und extreme Schweißausbrüche. Goddammit, ich will das Spiel nicht mehr spielen. Aber das ist mein Weihnachtsgeschenk. Das andere Steam-Game, was mich gepackt hat, war Team Fortress 2. Ihr wisst, das originale Overwatch. Team Fortress 2 war ein Wochenende umsonst und danach habe ich es mir gewünscht. Und dann habe ich 1524 Stunden meines Lebens gewastet. Das war schön. Ich glaube, es ist unmöglich, dass ich jemals wieder so viele Stunden reinstecke in ein Game. Ich bin später um 19 Uhr auf Twitch online. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf Twitch, Twitter und Instagram. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, welches Spiel ihr am meisten Stunden reingesteckt habt. Bei mir war es wie gesagt League of Legends.
Und ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden es sind, aber ich weiß, es ist safe mehr als TF2. Also mindestens 1500 Stunden. Bestimmt mehr.